Württemberg auf der Prowein. Ich spreche jetzt hierzu mit Herrn Bräuner, Geschäftsführer der Württemberger Weinwerbegenossenschaft. Herr Bräuner, guten Tag erstmal. Guten Tag. Sie waren bisher zufrieden, wie ich gehört habe? Wir waren am ersten Tag sehr zufrieden, heute haben wir den zweiten Tag und wir gehen davon aus, dass auch der Montag, ist traditionell so üblich, gut besucht sein wird. Und unsere Aussteller sind vom gestrigen Tag überzeugt eigentlich und sind auf einem guten Weg. Prima, dann müssen wir mal etwas schneller machen, damit der Herr Bräuner nicht wieder entführt wird. Herr Bräuner, großes Thema dieses Jahr sind Weißweine aus roten Trauben. Wie in aller Welt passt das? Ja, das ist so ein bisschen aus der Not geboren, sage ich jetzt mal. Württemberger Schwaben sind ja sehr kreativ und wir hatten zwei relativ geringe Herbste, 2011 und 2012. Und Württemberg ist ja eigentlich Rotweinland und das heißt, da gibt es entsprechende Ressourcen und vor allem hat es uns eben in diesen zwei Herbsten beim Weißwein getroffen und weil der Weißwein doch zum vernünftigen Sortiment dazugehört, natürlich auch zum Württemberger Sortiment, hat man eben aus dieser Not eine Tugend gemacht und hat gesagt, okay, wir versuchen aus unserem mannigfachen Sortiment an Rotwein. Wir haben ja unheimliche Sortenvielfalt bei den Rotweinen, Drollinger, Lemberger, Schwarzriesling und so weiter und so weiter. Haben die Betriebe dann eben Weißwein gekeltert, also sogenannter Blanc de Noir und aus diesen verschiedenen Weißweinen dann auch wieder Cuvées zusammengestellt. Also es ist eine große Spielwiese und eine gute Spielwiese und es ist was Neues für den Verbraucher. Ist natürlich ein Stück weit erklärungsbedürftig. Aber es kommt sehr gut an und ist ein neues Thema, das auch in den Frühling passt, das zum Spargel passt, das in den Sommer passt. Also ich denke, rundherum eine erfolgversprechende Geschichte. Und wie gesagt, die Schwaben sind ja kreativ und ist eine große Spielwiese. Also die Württemberger können alles außer Hochdeutsch sozusagen? Sowieso. Ja, sowieso, genau. Beweist sich wieder mal, ja. Und jetzt würde ich vielleicht noch sagen, so einen kurzen Schnitt, wie, weil es nicht jeder weiß von den Zuschauern, der Rot-Weißwein aus dem Blauen gemacht wird. Ganz kurz. Ich frage das einfach irgendeine blöde Frage und dann sagst du, neu anfangen? Okay. So, weiße Wein aus roten Trauben. Herr Bräuner, wie funktioniert das? Muss man sich das so vorstellen, weil es nicht jeder von uns den Zuschauern sicherlich weiß, dass jetzt der Rotwein mit Hilfe künstlicher Bleichmittel entfärbt wird oder. Wenn Sie das mal kurz erläutern könnten, aus berufenem Mund. Ja gut, also Blanc de Noir oder weiß gekelterter Wein wird dadurch gewonnen, dass man eben die blauen Trauben, die roten Trauben sofort abpresst nach der Ernte. Üblicherweise wird er entweder der Rotwein auf der Maische vergoren oder er wird auch hoch erhitzt und dann eben abgepresst, sodass die Farbstoffe, die ja in den Beerenhäuten sind, übergehen in den Most und damit dem Rotwein die Farbe geben. Wenn ich aber die Trauben sofort abpresse, ohne irgendwas dran zu tun an den Beerenhäuten, dann habe ich zunächst mal auf jeden Fall weißen Saft. Ja, wenn ich stärker presse, kommt dann auch noch ein bisschen die rote Farbe mit raus. Aber oftmals ist es so, dass dann nur der erste Druck verwendet wird und der Wein dann eben wirklich tatsächlich völlig weiß ist. Kann manchmal auch sein, dass er so leicht rötliche Einflüsse noch ein bisschen hat. Ja, dass er so ein bisschen schillert auch, aber in der Regel ist er fast vollständig weiß, also ist von Weißwein kaum zu unterscheiden, hat aber so den angenehmen Nebeneffekt, dass er doch sehr rotweinig daherkommt, harmonisch daherkommt. Also es ist ein wirklich unkomplizierter Wein, der auch einfach so getrunken werden kann, also auf der Terrasse dann im Sommer oder wie gesagt als Frühlingswein hervorragend geeignet. Und gibt es dann einen Trend, dass dann Württemberg nur noch Rotweine anbaut und daraus auch Weißweine macht? Ja gut, man ist schon bemüht, dem Weißwein wieder mehr Platz einzuräumen. Württemberg hat die letzten Jahre schon sehr stark auf Rotwein gesetzt. Der Weißwein ist fast ein bisschen knapp geworden die letzten Jahre und man versucht jetzt schon auch gegenzusteuern. Und die Württemberger Weißweine, also Riesling als wichtigste Sorte, Kerner, Müller-Thurgau sind schon wieder so hier und da auf dem Vormarsch. Auch die Burgunder, Weiß- und Grauburgunder sind erfolgreich. Oder Sauvignon Blanc übrigens auch, der ursprünglich auch aus Württemberg stammt, in Württemberg früher große Verbreitung hatte, kommt wieder ins Land zurück. Also von daher nimmt auch da die Vielfalt zu und die Kellermeister haben überall ihr Experimentierfeld und die Kreativität kann weitergehen. Noch ein letztes Wort zum Thema Drollinger. Drollinger ist ja sozusagen die Schwabenmilch, heißt es immer. Wie ist denn Drollinger momentan positioniert, seitdem sich jetzt auch junge Winzer damit befassen? Hat sich da eine Veränderung ergeben?
Ja, Trollinger ist wesentlich jünger geworden die letzten Jahre. Sind auch speziell Produkte für junge Leute auf den Markt gekommen. Nicht nur was die Ausstattung anbelangt, sondern auch vom Weinstil her, vom Typus her. Also Trollinger ist jung und Trollinger ist Württemberg und daran arbeiten wir auch weiter. Das ist einfach ja, unverwechselbar, Württemberg, und das ist für uns so der Einstieg zum Württemberger Wein, und national haben wir damit relativ große Erfolge. Herzlichen Dank. Ja, bitteschön. Alles Gute.